Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Tavern Brawl. Ich bin wieder euer Koparius und mit mir wie immer der gute Bernie. Hi, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Tavern Brawl. Dieses Mal heißt es Party Portals. The Medivas are putting on a special show and you're the star. Summon minions with various portals to create a most excellent performance. Ja. Was ich sagen will, wir sind kurz vom Finale von Karazhan. Und also in ein paar Stunden nach dieser Aufnahme kommt der letzte Flügel raus. Ja. Das ist das Finale, aber jetzt heißt es nochmal Party Time. Ja. Ein Brawl, der komplett quasi frei erfunden durch Karazhan hier entstanden ist. Und auch ein sehr interessantes Theme hat, denn man hat vorgefertigte Decks und auch einen vorgefertigten Helden quasi. Das habe ich glaube ich gesehen, Medivh ist der Held, oder? Ja, einen Helden, den man sich kaufen kann, der gute Medivh, der nur der 8,99 € kostet, was immer noch viel zu teuer ist. Hat der nicht am Anfang 10 € gekostet? Nein, aber 9 € ist trotzdem immer noch zu viel. Ja. Stell dir vor, du kaufst diese drei Helden. They already have. Das ist cool, also ich habe noch nie gesehen, dass da zwei Leute mit demselben gekauften Skin gegeneinander spielen, deswegen. Die haben jetzt immer andere Antworten, deswegen ist das ganz cool. So. Und wenn angesprochen wird, dann mutet man sich bitte. You're dialed. And now Medivas! Ja. Und zwar hier haben wir als erstes auf der einen Seite Mark Moonwalker, ein Night Elf, und der bewirkt, dass alle Portale ein weniger kosten und er halt zählt halt nicht als Minion. Man kann ihn nicht angreifen, man kann ihn nicht zerstören und er kann auch nicht angreifen, nichts machen. Und für die andere Seite haben wir Wanda Wanderhoofs, eine Drehnei. Und die hat genau eigentlich denselben, also die ist genau dieselbe, nur halt unterschiedliche Bobs. So, welcome to the exhibit. Und hier gibt es auch ein spezielles Portal nur für diesen Brawl, das Partyportal. Summon a random Party Girl. Oh, Party Time. Ja, und wir kriegen Romulo. Den einen Diener aus The Opera. Zum ersten Boss The Opera, und zwar Julianne. Romulo. Den Maelstrom Portal. Combo mit Hunter's Work. Und noch ein Maelstrom Portal. One shot, one kill. Wollte damit probieren, sein Feld zu clearen. Was ich auch geschafft habe. Yeah. Okay, die Lache. Party Portal. Oh, den habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Ein Mime. Für 6 Tonnen. Einmal Pantomime auf Deutsch. Ja, yeah, Pantomime. Der Mime. Und das? Ja, das sind die Party Elementals. Gott, die Nerven sind schon 3 da. Ich übertriebene Lache. Lache? Sterben. Stirb Sound. Sterben Sound. Nice. Guter Murloc. Den Müll und schau, Space. Ja,
Warum überbringt es mir nichts, weil ich ja 30 Leben habe? Da halt mich, ne? Der macht nicht meinen Helden immun. Ja, und falls du mich gemerkt hast, ist es halt quasi. Okay. Ich hab hier eine schöne Mimerons Head. Yo, the magnificent aerial command unit. One day I'll be a real knight. Ja, irgendwann wirst du auch ein richtiger Krieger sein. Krieger? Ja, Ritter. Genau. Schon besser. Was sollen wir damit anstellen? Ja, very interesting. I wanted to play Peter Pan. Nice comment. Sehr witzig. Jetzt gab es ein Trade Festival. Meine Güte, was für tolle Minions bekommt der Pisser. Das hatte ich, der Minion habe ich durch einen anderen Effekt bekommen. Ja, durch Museum Creator. Ist noch schlimmer. Du bist ein böser Mensch. Komm mal, Nur so nebenbei, vielleicht haben sie Leute Spiel bekommen. Yu-Gi-Oh! Ging weiter. Endlich mal. Aber ich bin ja nicht für dieses Projekt verantwortlich. Verantwortliche. Firelands Portal, OP as shit. Und noch ein göttliches Nerubisches Eck. Nerubian Egg, bitch. Wenn ich das irgendwie zerstören könnte, wär's nett. Lass mich nachdenken. Nope. Ja, das ist toll. Ich schau mich schon, ich bin schon dran, langsam mich nach einem neuen Headset umzusehen. Langsam so, noch zu langsam. Death Poison! Oh. Wee. Spinning up! Wow, das... Nee, ist ja nicht verschwunden. Das ist so schön. Endlich mal. Kein zerstörender Sound für die Ohren. Ja, Gott sei Dank für ihn ist er ein Mage. Elements I like. Die. Totems I love. For the war chief! For House Green! For the war chief! Und Bernie kommt erstmal. Ja, ein Baldur's Gate Golem ist nicht schlecht. God damn it. Ich
Und was wird Bernhard dieses Mal tun? Ein Onstream-Portal? Nein. Okay, er hat ein Minion bekommen, den er nicht gefällt. Was für ein Minion könnte ihm denn nicht gefallen? Das ist eine sehr gute Frage. Wer heilt, wenn es den Ruin Egg würde sonst nichts zu heilen haben. I'll take some of that. Spooky. Behold the magnificent aerial command unit. Ich glaube schon vermutet, was es sein könnte. Eigentlich ist es doch gut, weil du zwei Deathrattle-Minion hast. So, you call that a weapon, huh? Tasty. Also ist das gerade nur so ein Clear-Festival, ey? Ja, interessant. Und ein Moonglade-Portal. Die bescheidenste Karte, die du bekommen kannst. Also das ist doch der beste Six-Drop. Ich verstehe dein Problem nicht, Bernie. Gibt bessere Six-Drops als den? Nein. Das ist der geilste Six-Drop im Game, Bernie. Der beste Six-Drop, den du bekommen kannst. Wieso bist du so unglücklich? Tasty. Yeah. Now the tides are turning. Yeah, bad times. Haben wir schon einen geileren Six Drop bekommen. Hat auch einen richtig geilen Two Drop bekommen. Mhm. Yeah. Ah, oh, sorry, gibt's ja nicht mehr. That's incredible. That's incredible. Natürlich bekommen wir noch einen Legi. Wechseln. That's incredible. Nothing can stop us. Nothing. Take a walk on the wild side. Checkmate. Well done. Was soll ich noch viel machen? Nicht mehr, nichts viel. Wobei, man kann ja eigentlich auf das RNG der Portals hoffen. Aber egal, ja, damit. Aber was soll da viel bekommen? Wenn ich jetzt nicht irgendwie Deathwing oder so gezogen hätte, wäre da nicht mehr viel gegangen. Ja, Deathwing hättest du nicht ziehen können und auch nicht bekommen können. Egal. Wieso? Unstable Portal. Okay. Es besteht eine Chance. Natürlich, aber eine sehr geringe Chance. Gut, dann gehen wir zum zweiten Duell über. Mal schauen, wie es diesmal verläuft. Nein, bist du bereit? War ein schönes Clearfest, aber schlussendlich hast du doch die stärkeren Minions. Dein Start war besser, aber dann, als wir dann später ins Game kamen, hab ich dann das Bessere bekommen. They already have. Quasi das Late Game ist dann am Ende der wichtige. Müssen wir was weg. Aber es ist ganz interessant, dann natürlich mit Karazhan, der neuen Expansion, kamen sehr viele Portalkarten, weil Medivh halt in The Spire sehr viele Portalkarten in seiner Hand hat. So. Okay,
Diesmal hat Bernie die One, also diesmal haben wir die anderen Charaktere, vielleicht hilft das ja Bernie, wer weiß, keine Ahnung. Aber ich krieg wieder die Coin. Fünf Mana, Alter. Schon wieder zwei Maelstroms. Alter, man kriegt ziemlich gute One-Drops, ey, what the fuck. Schon eigentlich ein 4-4er. Tja, hab ich aber leider dasselbe. Ich kriege Drops, so. Ich glaube, welche, die nicht sofort von einem Maelstrom gecountert werden. Mal schauen, was das Unstable Portal so bereithält. Final Cakes! Final Cakes! Final Cakes! Final Cakes! Final Cakes! Final Cakes! Da gab's einen schönen, zu Kalas Eröffnung ein schönes Video dazu. Ja. Final Cakes! Final Cakes! Final Cakes! Final Cakes! Ja, watch me. Two arms, man. Tja, wenn Benny jetzt nur ein Biest ist. Und dann kriegt das er. Gut, Red Riding Hood. Oder auch Rotkäppchen genannt. Oh, thanks. Damn. Ich hab den Mime bekommen. I saw that. Was cool an dem Browser, dass wir halt echt gar keinen. Niemand von uns kriegt wieder in den Ruinek. Ich hab's noch eine Karte, um das zu kontern. Na, schade. Oh, nice! Einer der geilsten Side-Drops, der Totenkrone. Das sieht geil aus. Ah, das hat Benny jetzt nicht geholfen, dass er das gespielt hat. Und das hilft ihm auch nicht. Echt dickig, nein, nee. Überhaupt nicht. Ja. Ah. Das Luck hat mich diese Woche verlassen. Es ist halt seinem wahren Besitzer zurückgekehrt. Ja, interesting. Well played. One day I'll be a real knight. Tu mir jetzt einen netten Magenskill. Ich baue meine. Okay. Nicht der geilste Vordrop, aber auch egal. Hauptsache ein paar Minions spam. Spam Marino. Moment mal. Hast du gerade ernsthaft nicht dein Face geheilt? Ja! Danny, what the fuck? Das ist 6 Health! 6 Health! Das hätte ja, das Game. Was hätte das 6 Health gebracht? Ja, du hättest es doch. Du hättest, hallo? Du hättest dann noch, hier, 4 Leben gehabt. Du hättest mit den Ruby in den traden können, dann hättest du im nächsten Zug noch was planen. Dann hättest du nochmal die Heilkarte ziehen können, hättest du nochmal 4 Armor-Karte ziehen können. Ja, Benny, das war weggeschmissen. Also eine Chance, das noch zu drehen, quasi. Ja.
Es ist niemals vorbei, bis man die letzte Karte gespielt hat. Das habe ich immer gelernt. I have returned. Meine Güte, schreit er mir die. Aber Gott sei Dank, im Gegensatz zu den Heroic Parts von diesem Tag, die werdet ihr sehen, da war ich ziemlich genervt, da muss ich auch so Cut setzen und alles, lief das ja alles ganz smooth, das gefällt mir, das ist gut. Danny, hast du noch irgendwas zu diesem Bro zu sagen? Leute, schon auf das Finale von Karasan. Okay. Bernie hat nichts zu diesem Bro zu sagen. Ich frage ihn danach, aber wahrscheinlich ist er gerade einfach zu salty. Deswegen, PJ Salt, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann im weiteren Part von Terran Ball hoffentlich. Bis dann und ciao.